Hallihallöchen, liebe Leute. Ich spiele mal wieder TF, ne? Ich habe übrigens die beiden Scrap doch noch nicht vertradet. Ich habe auf TF2 Outpost schon einen kleinen Trade dazu gemacht, aber noch wollte mir keiner sein Zeug verkaufen. Soll mich nicht stören, mit einem Refined kann man eh leichter traden. Und wo ist die Musik im Hintergrund? Die hat gerade so schön gespielt. Aber ich habe zu spät angefangen aufzunehmen. Ich suche sogar mal NoFangs. Ich suche einfach mal random einen Server. Ich möchte nicht jedes Mal suchen. Vielleicht komme ich jetzt ja wieder auf einen Randomizer oder einen 10-fach-Set-Server, auf dem ich nichts machen kann. Ja, so ziemlich nichts. Ach ja, komm Musik, spiel wieder. Das ist doch sonst langweilig. Bin übrigens schon ein bisschen müde. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich jetzt nicht total hibbelig die ganze Zeit labere. Also quasi nicht die ganze Zeit vor mich hin dödle. Und nur totalen Mist vor mich hin labere. Und ihr wisst schon, was ich meine. Und wow. Most points as medic. Guckt euch die 40 an. Ah, die sind nicht gecheatet. Schön. Meisten Punkte als medic. Na gut, Doomsday. Auf Doomsday habe ich ja schon lange nicht mehr gespielt. Bin mal gespannt, was ich spiele. Ich gucke mir erstmal meine Teamzusammensetzung an. Je nachdem, wie die halt aussieht, werde ich dann wählen, welche Klasse ich nehme. Auch Most Damage, fast 3000 als Demo-Mann. Aber trotzdem, guckt euch die Punkte an. 40 als Medic. Das hätte ich echt nicht erwartet. Ich dachte, ich hätte so 10 oder höchstens 20, aber 40. Wow. Ich glaube, das war sogar ganz gut, dass ich mit Medic mal ganz, ganz lange überlebt habe in einem Leben. Ja, die wenigsten habe ich als Scout und Spy. Naja. So, random und wir brauchen mal ein bisschen was reinhauen kann. Wir haben 4 Sniper. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Wir haben 4 Sniper. Und ich möchte mal kurz was erledigen, bevor ich jetzt anfange zu spielen. Invite to Game. Ich habe nämlich gesehen, dass der spielt und der soll jetzt gefälligst mitmachen. 2, 1. Okay. Die Map ist übrigens ein bisschen anders als die anderen Maps. Hier geht es nämlich darum, dass Australium, das ist quasi so eine voll wertvolle TF2-Substanz, quasi das Gegenstück zu Gold im TF2-Universum, wenn man das so nennen darf. Und ja, das kann man anscheinend als Raketentreibstoff benutzen. Und hier irgendwo auf der Map, da hinten, irgendwo, es hat schon wer aufgenommen, liegt halt Australium und das müssen wir sammeln und zur Rakete bringen, um die Runde zu gewinnen. Wartet mal. Den muss ich überreden zu kommen. Warte. Da hat mich was abgeschossen. Du. Wenn sie nicht kommen wollen, dann gebe ich es halt auf. So, ich nehme jetzt das Australium. Ich glaube aber, du Arsch. Na gut. Ich glaube aber, ich habe schon mal auf der Map gespielt. Das da ist kein Spy. Ich wollte gerade nur. Ne? Es hätte ja sein können, dass das ein Spy war, aber wenn ein Spy als Scout verkleidet ist, rennt er langsamer. Daran erkennt man eigentlich die meisten Spy-Scouts. Die rennen verdammt langsam für einen Scout. Zu den meisten Spies. Oder sie haben einen Baby's Face Blaster, aber das ist eher seltener. Oh Gott, nein, ich wollte meinen Sticky Launcher. So. Komm her, du! Komm her, du, dann nicht. Please give me the help. Du Arsch, du hast es aufgesammelt. Gut, dann hau ich halt wieder ab. Und blub. Da war ein Spy. Der war mal da, der Spy. Okay. Ich muss langsam ein bisschen aufpassen. Und. Ach, hi Spy. Ich habe ja gar nicht mehr. Oh Gott. Please. Nein. Oh Mann. Einen Schritt davor bin ich umgeknickt. Wartet, lasst mich kurz meine Freude ausdrücken. Yay. Ich glaube, ich spiele aber auch nicht mehr Demo. Oh, wir haben keine Sniper mehr. Ich möchte unbedingt mal Sniper auf der Map spielen. Ich bin aber nicht wie die anderen Sniper und camp nur rum. Ich laufe auch ein bisschen durch die Gegend. Aber hier ist halt erstmal ein guter Punkt, um zu schauen. Ja, da ist wer. Wartet, da hole ich mir einen. Mindestens. Oh Gott. Okay, ich gehe dann erstmal wieder zurück. Ich möchte jetzt noch nicht sterben. Aber ich habe einen Kill bekommen. Mein erster, glaube ich sogar. Ja, mein erster Kill. Gut. Okay, so gut ist das gar nicht. Aber ich freue mich. Ich freue mich, dass ich Kills mache. Und zwar nicht mal ein Headshot. Das war aber einer. Oh nein.
Ach nein. Da fuck. Ach nö, jetzt hat er das Medkit bekommen. Das wollte ich haben. Beziehungsweise, den wollte er überhaupt erstmal töten. Der hatte kaum noch Leben. 25 HP. Höchstens. Das war doof. Hallo, Kinsoku. Nicht so aggressiv. Mann. Okay. Komm, renn mir ins Visier. Renn mir einfach ins Visier. Ja, oder so. Yay. Das macht er doch normalerweise nur bei Command Conquer. Okay, der hat einen Sticky Launcher. Oh Gott. Ich hau ja schon ab. Selling a lot of strangers festive and some heads. Trade me. No, I will not. Ich weiß doch nicht mal, was du tradest. Tja, ja. Die beiden, die freuen sich gerade. Keks. Ach, das war nochmal derselbe. Schön. Die Gegner holen übrigens gerade das Australien. Nein, die haben das Australien ja schon. Die befördern das gleich im Weltraum. Das gefällt mir aber nicht. Oh Gott. Nee, dagegen kann ich nichts ausrichten als Sniper. Und wir haben zwei Sniper. Okay, damit bin ich vollkommen zufrieden. Ich krieg euch. Du schon wieder! Mann! Was will der hier? Ich glaube, der verfolgt mich langsam. Ich wechsel doch dann mal die Klasse. Nee. Komm, geh mal Pyro. Oder? Nee, geh mal Demo. Der verfolgt mich. Ja. was for free? Gibt's irgendwas umsonst? Ach nee. Der Typ hat gesagt, Selling Strangers. Selling bedeutet, dass er die nicht verschenkt. Er verkauft die. Also bitte. Da habe ich zwar gerade nicht viel Schaden gemacht, aber yay! Yay, den Typen kenne ich. Der mit mir den einen Sniper, was auch immer das war, getötet hat. Das sieht witzig aus. Ich hole mir trotzdem erstmal ein Medkit. Gut, das Australian ist 2. Ich ignoriere dich einfach. Ha, doch nicht. Jo. Irgendwie war das gerade seltsam. Geht doch. Ich wollte zwar eigentlich gerade die ganze Zeit Fangs sagen, aber habe mich dann doch umentschieden, weil es irgendwie nicht ging. Hab's. Awesome. Wow. 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 Hau ab. Bitte. Yay. Och Mann, ich bin tot. Bitte spam jetzt nicht alle 3 Minuten die Nachricht. Alle 5 Minuten ist vollkommen in Ordnung, aber nicht alle 3 Minuten. Und ich habe ein Stoppuhr. Ja, möchte ich dich nochmal dran erinnern. Ach Gott, nein, wir haben 4 Sniper. Das gefällt mir nicht. 4 Sniper. Da kriege ich manchmal schon so einen kleinen Anfall, wenn ich sehe, mein Team besteht aus Klassen, die nichts bringen. Also ich meine, 1 Sniper ist eigentlich vollkommen okay. Ein gut gespielter Sniper ist verdammt wertvoll, aber ich brauche ein Medkit. Aber halt 4 Sniper bringen nichts. Und diesmal habe ich sogar überlebt. Ha. Du bist ein Spy. Mann. Du bist Spies. Oh, 2 Crit-Nets hintereinander gibt's da nicht. Okay. Please give me your Medkit. Gegnerisches Team. Maps. Schade. Hätte ich getroffen, wäre er auch nicht tot gewesen. Okay. Also hat es gerade überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob ich treffe oder nicht. Soldier. Yay. Wir haben keinen Soldier. Das bedeutet, ich gehe Soldier. Und ich glaube, das könnte mir sogar Spaß machen. Ich habe 9 Assists. Woher habe ich die ganzen Assists? I would give you all my supply crates and coolers. Der ist ja witzig. Ich gebe dir für deine Strangers alle meine Crates. Oh. Nee. Nee. Da wird... Nee. Einfach nur nee. Ich sag dazu nicht mehr. Awesome. But my Steam Guard is not older than 15 days... Was? Wie Steam Guard? Wurde der irgendwie VHC gebannt? Oder Trade gebannt? Oder überhaupt irgendwie gebannt? Oder was hat das damit auf sich? 2 Sniper. Ich bin jetzt vorsichtig. Hallo, Pyro. So, jetzt erstmal heilen. Heilen ist immer gut. Vor allem, wenn ich 38 AP habe.
Ich glaube, das sind nur, ja, das sind weniger als 20% meines vollen Lebens. Hallo Sentry, du lebst nicht mehr lange. Das sag ich doch. Wirst du verfolgt oder wer schießt da? Oder du bist ein Spy gewesen. Und vielleicht bist du sogar noch ein Spy. Hallo Sniper. The Australian? What is it about the Australian game? Tell me. Ich will ja eigentlich so ein bisschen Wachhund spielen, aber... vielleicht sollte ich doch mal aufs Australian zugehen. Vor allem, wenn ich sehe, wo die Gegner schon herkommen. Nicht mehr lange. Ich lege jetzt voll das coole Manöver hin, sage ich euch. So like, BAM! Und BAM! Und, ne, das war schon fast... Ne, das war cool. Hab ich jetzt entschieden. Das ist cool. Hallo, Heavy. Und Pyro. Und Gegner. Ganz, ganz viel davon. Hätte ich nicht geschossen. Okay, da habe ich mich gerade ein bisschen doof selbst getötet. Ich will weder das noch das. Beides ist nichts wert. Okay. Wobei, vielleicht ist die Summer Crate sogar ein Scrap wert, weil das droppt er jetzt nicht so oft. Mal gucken, was da für eine Summer Crate drin ist. Oh, eine gelbe Crate. Die bringt's ja. Ah, hier ist ja schon eine. Ich glaub, die geselle ich mal zu der anderen. Zu den anderen. Ich muss echt mal gucken, ob die Summer Crates irgendwas wert sind. Vielleicht krieg ich einen Scrap für. jo. Gut. Ich konnte in Ruhe mein Inventar ordnen und nichts ist passiert. Das sind doch mal Gegner. Cooles Manöver. Wow. Okay. Da hat mich gerade eine Sticky getroffen und meine Rakete gleichzeitig. Ist das schön. Das würde ich sogar nochmal machen, auch wenn ich dabei sterbe. Nein. Jo, jetzt kriegen sie mich nicht mehr. Das Video gucke ich mir definitiv nochmal an. Ich mache einen Rocket Jump und im gleichen Moment explodiert hinter mir eine Sticky. Und dann geht's wiu und aber ich, hey, guck mal, ich habe ein Achievement dafür bekommen. Das gucke ich mir jetzt an. Ich bin da nämlich voll stolz drauf. Get the highest possible rocket jump. Ja. Das war ein Rocket Jump. Ein Rocket Jump mit Stickies. Das war das. Ach Gott. Ach Gott. So, diesmal gehe ich aber auch zum Australian, nachdem ich den Demo erstmal so richtig einen aufs Maul gegeben habe. Du verdienst es nicht zu leben. Sag ich doch. So. Hier oben ist niemand. Aber da ist ein liebes Kürbis-Medkit. Bestimmt mit Kürbiskuchen oder so. Vor dem Pyro habe ich und vor dem Heavy und vor den Gegnern habe ich Respekt. Ja, da möchte ich nicht drauf loslaufen. Denke ich. Vor dir habe ich keinen Respekt. Dich habe ich getötet. Oh mein Gott, bleib weg. Oh, du bist doch... Du! Die Haare kenne ich doch. Der hat mich vorhin immer gejagt. An den erinnere ich mich. Na gut, ich bleib Soldier. Wobei, nee, ich glaube, ich gehe mal Scout. Ich möchte als Scout besser werden. Weil ich bin als Scout voll schlecht und Scout ist meine am wenigsten gespielte Klasse. auf diesem Account jedenfalls. Also für den Let's Play, für das Let's Play. Und ich möchte als Scout besser werden. Ich treffe als Scout in letzter Zeit fast gar nichts mehr. Den hole ich mir nicht. Da renne ich lieber weg. Wobei? Gut, da habe ich jetzt nicht viel dazu beigetragen, dass das Ding kaputt geht. Oh, yay. Ich wollte eigentlich gerade mit dem Bett draufhauen, aber so geht's auch. Wie das klingt, ich wollte gerade mit meinem Bett draufhauen. Okay, das klingt lustig. Englische Wörter im Deutschen. Eins muss man mir ja mal erklären. Was ist jetzt eigentlich der richtige Plural? Wörter oder Worte? Ich meine, die haben eine minimal andere Bedeutung, aber ist beides richtig? Weiß nicht. Ich glaube. Hab mich da immer mal gefragt. Na gut. Meine KD sieht doch gar nicht mal so grottig aus. Man hat der Heavy mich halt total umgetötet. Du bist... Ne, doch, du bist ein Spy, aber du bist kein gegnerischer Spy. Okay. Nee. Du bist tot. Oh Gott. Let's do this! Ja! Haha!
Den hole ich mir. Haha, so. Und jetzt brauche ich ein Medkit. Bitte. Und lad erstmal nach. So. Und da kommt auch noch ein Heavy von hinten. Och nö. Die Mini-Sentries, die nerven ja schon. Das ist böse, auf der Map Mini-Sentries aufzustellen. Ich meine, die machen ja an sich nicht so viel Schaden, aber... Das ist böse. Muss ich auch irgendwann mal machen. Ja, vor allem ist das scheiße, wenn man als Scout versucht, da hochzuspringen und das Team zu retten und die Runde zu retten und ihr wisst schon. Und dann sind da Mini-Sentries, weil gegen Sentries kann Scout nicht so viel machen. Kann man da jetzt noch was? Das meine ich. Ist das eine normale? Das ist eine normale Sentry. Sowas kriegt man doch auf der Map sonst gar nicht aufgestellt. So lange dauert das. Also, das dauert viel zu lange, so eine Sentry aufzustellen. Naja. Wie peinlich, zwei Rocket Jumps verpatzt. Okay. Du hast Rocket Jumps verpatzt. Das ist peinlich, oder? Oder meintest du mich? Du meintest bestimmt mich. Das kriegst du gleich zurück. Wenn ich in 5 Minuten oder so meine Gunboats finde. Wisst ihr was? Ich mache jetzt Soldier Achievements, nachdem ich jetzt nächstes Mal gestorben bin. Mache ich Soldier Achievements, bis ich meine Gunboats bekomme und dann Rocket Jump ich Max mal sowas von weg. Da Rocket Jump ich den Tod. Ja, das mache ich dann. Das ist ein Versprechen, Max. Ne? Mein Spiel möge zwar laggen und da ist ein Heavy, aber das sagt gar nichts. Das kriege ich hin. Mit Heavy. Mit Heavy mache ich die Rocket Jumps. Das wollte ich jetzt damit sagen. Wow. So viele Gegner. Na gut, was können wir mal für Achievements machen? Die Spiel? So, jetzt funktioniert's. Nö. Destroyed Tents, nö. Daran denke ich wahrscheinlich nicht mal. Two non-boosted crit rockets in a row. Das ist zufällig. Free Dominations, Nee, das klappt auch nicht so schnell. Use a grenade to give a player. Das mache ich. Das nehme ich mir jetzt vor. Ich gehe zu den Snipern rüber und wenn die gerade ganz in Ruhe snipern und wenn die so denken, hey, hier ist ja nirgendwo ein Gegner, dann taunte ich. Dann taunte ich die Toho. Heavy! Du bist überall. Viel zu überall. Wenn du verstehst. Das sind so die Momente, da mag ich Heavy Medic nicht. Einfach, weil sie mich besiegen. Gut. Aber ich nehme mir für die nächste Runde was vor. Und zwar einen Taunt-Kill zu machen. Da gehe ich so eiskalt zu dem... Was? Okay. Gehe ich so eiskalt zu den Gegnern rüber. Und der hat einen coolen Hut und... Screenshot. Und dann stelle ich mich hinter die Sniper. Hoffe, dass sie mich nicht bemerken. Und boom. Jo. Hoffentlich klappt das. Equalizer, die Waffe, die mal cool war und es nicht mehr so richtig ist. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich für Melee-Waffen für einen Soldier benutzen soll. Hallo, Demo? Was sollte das? Das war nicht lieb von dir. Der Medic ist aber überall, ne? Gut, dann muss ich anders darüber. Krieg das aber hin. 3, 2, 1. So. Hier ist gerade kein Sniper. Noch nicht. So, und den Teleport zerstöre ich natürlich. Ich meine, ne? Da ist einer. Nein! Ja! Awesome. Okay, das wäre geschafft. Ich möchte trotzdem noch den zweiten Meilenstein haben. ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass das funktioniert. Okay, nee. While rocket jumping, kill and move the equalizer before you land or just after landing, mache ich. Kriege ich hin. Ich übe schon mal ein bisschen fürs Rocket Jumpen ohne Gunboat. das sind jetzt so Achievements, die möchte ich halt haben. Heavy! Geh weg. Bitte. Du störst. Okay. Okay.
Okay. What the fuck is he doing? Ich glaube, ja, das passt ganz gut. Wow, wow, wow. Okay. That happened. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Ich fühle mich gerade irgendwie schlecht, sorry. Weil den Typen kenne ich und der Typ kennt mich. Ja, er heißt Moritz. Ich nenne ihn jetzt Moritz, denn so heißt er. Es tut mir leid. Ich glaube, du warst doch auch vorhin der, den ich mit dem Taunt getötet habe, oder? Es tut mir echt leid. Wollte ich... Ja, okay, ich wollte es schon, aber... Ach Gott. Ja, Team Scramble wäre vielleicht ganz okay. Weil... Oh, hallo, ich bin gerade erst rausgekommen. Auto-Scrambling, gut. Warum Crap? Der Typ mag's wohl nicht, wenn die Teams fair zueinander... Wenn die Teams fair zueinander sind. Ist das so schlimm, wenn die Teams fair sind? Seid doch mal ehrlich, das ist nicht schlimm. Nur weil er jetzt nicht mehr die ganze Zeit gewinnt. Muss er sich halt ein bisschen anstrengen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bist du? Danke, Max. Du bist voll cool. Hier hast ein Medkit. So, du weißt ja leider nicht, was ich vorhab. Das heißt, ich werde ab und zu mal von dir weg Rocket jumpen. Nachdem ich den Engie da getötet habe. Und ich meine den Engie. Nicht nur seine Sentry. Ich hör das Sentries. Fällt mir nicht. Ach so, du schon wieder. Entschuldigung. Will ich doch nicht. Es tut mir leid. Oh, hätte die Nade, ja. Die Rocket Propelled Nade. Hätte die Rakete noch getroffen. Ja, gut. Aber Mats spielt jetzt anscheinend Scout. Okay, wollte gerade sagen. Er spielt doch nicht mehr Medic. Dann muss ich mich auch nicht schlecht fühlen, wenn ich für mein kleines Achievement, das ich wahrscheinlich in diesem Part nicht schaffen werde, vorhin wegspringe. Übrigens, ich glaube, ich beende den Part erstmal. Ich mache meine Parts doch nicht mal eine halbe Stunde, sondern immer so ein klein bisschen um die... Nicht über, sondern um die 20 Minuten rum. Ist mir doch ein bisschen lieber, ist nicht ganz so lang. Also um die 20 Minuten. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.